Na fein, machen wir es nochmal. Ah, okay, solange ich damit jemanden kille, setzt sie die Fähigkeit unbegrenzt weiter ein. Das ist eigentlich geil. Gut. Fertig? Können wir jetzt hier weiter? Sie haben die Tore blockiert! Wir müssen rennen! Schnapp dir ein Pferd! Zum Tempel! Alles klar. So, dann nochmal. Diesmal springe ich auch nicht von der Klippe, versprochen. Reißt euch zusammen, Jungs! Dieses Mal werde ich mich auch nicht von der Klippe teleportieren, versprochen. Diesmal töte ich einfach alle. So. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Rittersporn, weg mit dir! Boah, weggeschlitzt, Alter, was ist los mit dir? Mann. Junge, Ciri hat's drauf, Alter, was ist los mit euch? Ciri! Ciri? Verdammt! Und weg ist sie. Nehmt diesen Mann fest! Wer bist du jetzt schon wieder? Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Das will doch keiner lesen. Den Unsinn wird doch keiner lesen wollen. Sag mal, ist dir was in die Hosen gekrochen und hat dich gebissen? Ich bin nur besorgt. Um wen denn? Ciri? Hab ein bisschen Vertrauen, Geralt. Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Natürlich, ich hab sie auch ausgebildet. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Weißt du, wozu dieses Ding gut ist? Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Weißt du noch mehr über den Fluch? Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenait, Bundro Itne Iacus. Das sagt mir nichts. Schade. Mir noch weniger. Okay, ich muss Ciri finden. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Nein. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ja, Skellige.
Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Ach, das ist doch gar kein Thema, Rittersporn. Machen wir doch gerne. Gut. Dann wollen wir doch mal ins Rosmarin und Thymian. Ich weiß jetzt nicht, was er da noch vorhat. Ob es da jetzt noch eine Quest gibt oder so. Oh, Blood and Wine. Glückwunsch, du kannst jetzt in der Erweiterung Blood and Wine auf Abenteuer gehen. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 24 zu spielen. 34 zu spielen. Okay, da sind wir noch lang weg und nicht. Oh, was haben wir denn da? Oh, wir sind dankbar. Was kommt denn jetzt? Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Mhm. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Natürlich nicht. Na schön. Lebt wohl. Richtig. Was ist das denn da? Ja, wunderschön. Okay. Okay, die Gesandte und Männer des Weins. Ja. What? Ach, kann ich die jetzt an allen Anschlagbrettern... What? Nochmal, lass mich das mal einmal angucken, bitte. Ah, okay, das kann ich theoretisch an... Weil das hier ist Hearts of Stone, das kann ich auch noch nicht machen. Wir haben jetzt wirklich alles nur noch Skellige, ne? Skellige, das ist auch Skellige, das ist Skellige. Novigrad gewinnt, wollen wir nicht mal mit Kabarett? Ah, okay, das können wir noch machen, das ist noch in Novigrad. Ansonsten haben wir noch Hexeraufträge hier, ganz viele, die wir noch machen könnten. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal anpeilen. Ja, und halt Schatz suchen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Ausrüstungen, die wir da gekriegt haben, die finde ich alle gar nicht so geil. Also weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt, die so zu verbessern. Weil wir haben auch noch Anschlagbretter hier ohne Ende. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Anschlagbretter und die sind auch irgendwie alle wieder aktiv. Hier sind tatsächlich sogar... Ja, wahrscheinlich ist das... muss ich mir jetzt einmal alle angucken. Na, egal. Gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Erstmal gehen wir jetzt zu Ritterschwanz, Rosmarin und Thymian. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Elfenehre. Weniger wert als Suchst Menschen. Du jemanden Fremder? Na schön. Wo gehst du hin? Dann gehen wir doch mal ins Rosmarin und... Oh, da sind sogar noch zwei Quests, sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht wirklich ein Puff hier, ne? Ach, Rittersporn. Ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Weißt du was? Ja, was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Was kommt denn jetzt? Wir können uns das Geld von ihr leihen. Nur du kannst mal... Was soll ich machen? Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite.
du weißt schon, die man bei Theater. Kann ich dir nicht einfach das Geld geben? Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Ich stelle einfach keine Fragen. Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Das kann doch wirklich wieder nur in die Hose gehen. Und du hast jetzt hier nicht ernsthaft einen Puff ausgemacht, Rittversporn. Scheiß einfach drauf. Komm. Was hat der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden? Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Was ist denn hier los? Worum geht es hier? Oh, um gar nichts. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verdammt nochmal verpissen. Wir wollten uns eben verabschieden, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Worum geht's hier eigentlich? Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Ja, ja. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ich helfe dir. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Ja, kommt, ich schaue bei ihm vorbei. Ein großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Okay, komm, das machen wir zuerst. Dann gehen wir mal gucken. So schwierig dann. Außer ich muss jetzt spielen um die Karten. Dann raste ich aber völlig aus. Das wird dann 10 Folgen dauern, bis ich diese Ficke gewinne. Rettet uns vor dem Bösen. Ja, tue ich. Verschlossen. Aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Okay. Vielleicht hier? Irgendwie übers Dach oder so. Hätte ich jetzt einfach mal als nächstes vorgeschlagen. Guck. Oh, das ist natürlich auch wieder sehr weit. Und hopp. Perfekt. Aber das ist wohl der andere Eingang, den die meinen. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Das dürfte Zed sein. Hier
geht's wohl nicht so gut, mein Freund. Das ist schlecht. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Und die gebt ihr jetzt mal wieder direkt ab. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Mir bleibt keine Wahl. Töte euch einfach. Gut. Isengrim Fawiltiana aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Ja, sieht doch auch gut aus. Die haben was gelohnt wohl, die Suche. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Okay. Die haben was gesucht. Dein fucking Ernst, Digga? Sagst du immer das Gleiche? Frage ist nur was, ne? Nochmal. So. Das habt ihr bestimmt gesucht. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Ach du Scheiße. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Hallo, mein Hübscher. Grüß dich. Rittersporn kann nur warten mit seiner Priscilla. Es ist mir jetzt echt erstmal wichtiger, meinem Homie, der mir gerade geholfen hat, hier alle Leute, Rittersporn zu befreien, erstmal von seinen Schulden zu befreien. Hallo, Sultan. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Die habe ich nicht gefunden. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe Zeds Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Okay. Wer ist Cäsar Bilsen? Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Und dieser Ravi, wer ist das? Ravi? Wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Okay. Ich versuche dir die Karten Sultan, zu holen. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Okay. Dann, ich würde gerne aber wirklich zuerst diesen Ravi aufsuchen. Da. Ich ahne nämlich Übles. Ich ahne nämlich, dass ich Gwyn spielen darf. Und da habe ich mal so gar keinen Bock drauf. Es stinkt nach Verwesung. Menschliches Fleisch. Ekelhaft. Also ich ahne da ganz, ganz, ganz Übles. Und das gefällt mir nicht. Dann gucken wir doch mal, was hier los ist. Hier soll der goldene Stör sein. Dann gehen wir da nochmal rein. Lums. Hallo, wo ist denn unser werter Freund, der Ravi? Hier unten soll er sein. Hallo, Ravi. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt
Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Kann ich dich auch anfangen? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ich euch nicht Ravis einfach Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Mit Ravi nichts anfangen. Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Dieser Hexer ist ein Langweiler. Nicht euch nicht bitte einfach töten. Dankeschön. Ja, ich konnte, ich hab den jetzt halt nicht gerettet so, aber was juckt's denn, ey? Scheiß auf Ravi, ey. Spiel kein Gewinn. Kein Leben in diesem Spiel ist mir fucking Gewinn wert. Nicht mal Siris. Fick dieses Gewinn. Ja, und der nächste. Erstmal ohne Scheiß. Fick dieses Gewinn einfach. Kein Leben in diesem Spiel ist mir eine fucking Partie Gewinn wert. Brauchst du etwas? Haben wir hier? Ach, da ist er ja. Moin. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Was ist sonst noch im Kabinett? Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Okay, gehen wir. Chiwai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der, das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Ja, Geralt angelt. Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Junge, what the fuck? Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also Unlang mit Thymian. Wo bin ich hier schon wieder reingeraten? Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Ich mag Zander. Ich mag Zander. Weil du ein Hexer bist. Verglichen mit den Tränken, die du dir reinziehst, ist Scheiße ja eine Delikatesse. Ja, hast du auch nicht so ganz unrecht. Ein Hexer? Hast gar nicht erwähnt, dass er ein Hexer ist. Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder.
Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich habe mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kaer Morhen? Ich glaube, ich bin jetzt, ich entschuldige mich einmal. Entschuldigt mich einen Moment. Menschen könnten Mahakama-Schnaps nicht bei sich behalten, wenn ihr Leben davon abhinge. Geh nur, wenn wir dir die Haare zurückhalten sollen, dann ruf uns. Okay, jetzt muss ich ja wahrscheinlich diese Karte abpatzen. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Oh, Entschuldigung, da musste ich einmal kurz niesen. Da ist was. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Okay. Hier hinten. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Na, guck mal eine an. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Ja, Klassiker nehme ich. Dann lass uns doch mal schauen. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Oh, da ist sie doch, die Karte. Hier ist Fringilla. Henkerseil des Stefan Skellen. Okay, komm. Ich glaube, wir sollten uns hier lieber verdrücken. Bevor der Tünn ist noch. Überall sind Hexenjäger. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Grüß dich, Bilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Nee, ich glaube, wir helfen ihm lieber. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Deine arme Mutter, dass sie dich geboren hat. Sag mal, Geralt, hattest du nicht mal Bock, dein Schwert zu ziehen? Also, ich frag ja nur so aus Neugierde. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Gut. Das hätten wir auch erledigt. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Er ist auch so kaputt, ehrlich. Gut, jetzt haben wir alle Karten. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's. Oh je, das kann ja wieder nur nach hinten losgehen. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines... Aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Ja, bin ich mal gespannt, wer das ist hier. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf.
Das solltest du langsam wissen. Ihr seid alles solche Penner. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Komm, killen wir die alle. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Okay, wo ist er denn hin? Ach, der ist nach oben. Ich darf leider nicht klettern, solange die hier nicht alle tot sind. Guck mal, hallo, ich möchte gerne, dass du das wegsteckst. Hallo. Da hoch, bitte. Oh, der Tönnis jetzt gleich weg ist. So, Kollege. Hurenvorn hat mir einen Fall. Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ach, der ist hier die Treppe runter. Noch weiter runter? Okay, hier lang? Ja, da ist er ja. Was ein Spasti. Glaubst du wirklich, du könntest einem Hex von einem Hexer entkommen? Oh, jetzt kommen die Spastis hier, haben wir da. Ihr könnt doch nichts, ihr seid langweilig. Ach guck mal, ich habe ihn da durch die Wand gepetzt, ey. Mr. Herzog. Also. Soll? Okay. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Nein. Nein. Ich sorge lieber dafür, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind. Also so oft wie du jetzt diesem Tönnis... Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Boah, ich nehme die Karten. Oder? Gold haben wir mehr als genug. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Wels. Auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt heftige Karten gekriegt. Scheiß drauf, wir sammeln die einfach. So, wir haben aber noch Folgendes zu tun. Wo haben wir es denn? Nee, das nicht. Was hat denn da? Kabarett. Genau, war hier die Requisite von Dingskirchen. Das machen wir jetzt auch. Wir haben auf jeden Fall jetzt heftige neue Karten gekriegt. 3 Stück, die sind wahrscheinlich sogar sehr gut. Und irgendwann spielen wir vielleicht sogar nochmal Gewinnt. Vielleicht. Irgendwann. Vielleicht zum Schluss in den letzten Folgen. Oh, ich sehe gerade, unsere Folge hat schon wieder 30 Minuten voll gemacht. Das geht natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall die Folge erstmal beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.